Freddy Flores hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Freddy, es hört einfach nicht auf. Ja, ich rede von dem ständigen Stromausfall und dem schrecklichen Krach in der Nacht. Da muss doch was nicht stimmen. Freddy, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Du musst mir helfen. Ganz wie du möchtest, Jasmine. Wenn du dich so sicherer fühlst, dann mache ich das natürlich gerne. Ein erneuter Notruf bezüglich des Motels von Miss Terry. Jasmine Terrys Motel ist es am vergangenen Wochenende wieder zu äußerst mysteriösen Vorfällen gekommen. Die Polizei ist derzeit auf der Suche nach Augenzeugen. Ich kann morgen natürlich nochmal zum Hotel fahren und mit dir sprechen. Hören Sie, ich brauche eines dieser Zimmer. Das Mr. Fischer, er ist Kriminalkommissar und hat mir angeboten, mir mit den Fällen im Hotel zu helfen. Mr. Fischer? Ja, verkompliziert die Sache einfach nur. Ich muss etwas gegen ihn unternehmen. Nur was? Guten Abend, Miss Terry. Ich vertraue diesem Mann nicht. Jasmine, versprich mir nur eins. Nimm dich in Acht vor ihm. Du kannst niemandem mehr trauen. Ich gehe davon aus, du lügst mich nicht an. Du sagst mir die Wahrheit. Selbstverständlich. Was ist bloß mit Ihnen los, Miss Terry? Meinst du, ich lasse mir das jetzt durch deine dämliche Rumschnüffelei kaputt machen? Also hör auf, mir diese dämlichen Fragen zu stellen und steh mir nicht im Weg rum. Entweder du hilfst mir und Jasmine, oder ich sorge dafür, dass du gehst. Wir sind da, Jasmine. Was verheimliche du, Jasmine, hier, Ich kann nun frohmutig behaupten, dass Jasmine bald dort ist, wo sie hingehört. Freddy, willst du ihm diese lange Geschichte erzählen oder soll ich? Nein, mach du ruhig. Du weißt doch, was ich immer sage. Alles, was man vergessen hat, schreit im Traum um Hilfe. Lauf! Jetzt wird alles wieder gut. Wir können endlich nach Hause.